Herzlich willkommen zu einem Video von Heyday. In diesem Video möchte ich mit euch über drei Geheimnisse reden, die ich in Helsinki erfahren durfte vom Supercell-Team, die keiner weiß, also kein Heyday-Spieler weiß. Die wurden nämlich bei der Entwicklung anders gedacht, anders geplant und die sind einfach fast unmöglich rauszufinden und die möchte ich euch jetzt erzählen. Also los geht's! Das erste Geheimnis ist gar nicht so geheim, das ist mir auch schon mal aufgefallen, aber jetzt nicht so heftig. Und zwar geht es darum, um die Fisch, beziehungsweise um die Dicke des Fisches, nämlich kann man es am Schatten erkennen, wie dick der Fisch ist. Also je dunkler der Schatten, desto dicker der Fisch. Wie gesagt, ich habe es schon echt oft probiert, aber man sieht hier auf jeden Fall am Schatten, wie dick der Fisch ist. Also je dunkler der Schatten, desto dicker der Fisch. Die zweite Sache bezieht sich auf das versunkene Schiff hier im Angelbereich. Nämlich, der Designer bzw. der Entwickler des Angelbereichs von Heyday ist nämlich riesengroßer Star Wars Fan. Eigentlich war geplant, dass anstelle dieses versunkenen Schiffes der Millennium Falke im Wasser liegen würde. Da das aber aus Copyright Gründen nicht möglich war bzw. nicht ging, haben sie sich dazu entschieden, den Millennium Falken mit einem Schiff zu tauschen und deswegen ist jetzt da ein versunkenes Schiff im Angelbereich. Wenn man sich mal zurück an den Heyday-Anfang erinnert, dann erinnert man sich doch bestimmt an den Onkel, der uns die Farm übergeben hat. Und um diesen geht es im dritten und letzten Geheimnis, nämlich hier im Angelbuch sieht man ein Bild, was ausgeschnitten ist. Und das ist nämlich der Angler mit unserem Onkel, der uns die Farm gegeben hat. Aber Heyday hat sich noch nie für ein Design des Onkels entschieden, deswegen ist er nicht auf dem Bild zu sehen. Und auch auf der Rückseite dieses Buches ist der Onkel zu sehen, aber nur die Silhouette, nämlich der Onkel mit dem Angler beim Fischen. Und das waren die drei Geheimnisse. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und ciao.